Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Urlaub, den ich sehr gerne kurz unterbreche, für eine Durchsage. Die Ganschhorn-Challenge ist zu Ende und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken fürs Mitmachen. Es waren super Sachen dabei, es waren vor allem ein paar Kinder dabei, die waren sehr entzückend. Und wir haben uns entschlossen, wir werden 10 Preise vergeben. Es wird kleinere Preise geben, von Trompetenzubehör bis zu Mundstücktaschen und Trompetentaschen und Noten und was weiß ich alles. Das wird die Firma Scharl entscheiden. Aber ich bin hier, um den ersten Platz zu verkünden. Und das ist ein junger Mann aus Armenien. Er heißt Miran Arakelian. Und der hat einfach so toll Trompete gespielt, dass ich keine Chance hatte, das Horn jemand anderem zu geben. Das tut mir sehr leid für alle Musikantinnen und Musikanten, die noch mitgemacht haben. Aber ich werde dem Miran sein Ganschhorn persönlich übergeben in der nahen Zukunft und werde kontrollieren, ob er auf dem Ganschhorn auch so toll spielen kann wie auf seiner jetzigen Trompete. Also, die Firma Schagerl und ich bedanken uns herzlich fürs Mitmachen und ihr werdet verständigt, wenn ihr was gewonnen habt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sommer. Und bitte, liebe Mädels und Buben, die eingeschickt haben, ihr wart alle großartig, macht's weiter. Es wartet eine große Zukunft auf euch. Alles Gute, Baba.